Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Gäste auf der Tribüne, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion. Als mich an jenem 6. Februar früh am Morgen die Nachricht von den Erdbeben erreichte, konnte auch ich das Ausmaß dieser verheerenden Katastrophe noch nicht erahnen. Was dann aber sehr schnell folgte, war die Sorge um Familienangehörige und Freunde, quälende Stunden der Ungewissheit. Die Tochter, der Schwiegersohn und die drei Enkelkinder meines Cousins lagen über 30 Stunden lang in eisiger Kälte unter den Trümmern eines 5-stöckigen Hauses. Dann die Erleichterung über ihre Rettung und später die erschütternde Nachricht, das jüngste Kind überlebte es nicht. Sie wurde nur 4 Jahre alt. Vater, Mutter und die beiden anderen Kinder haben bis heute mit den schweren Folgen der Verletzungen zu kämpfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eines von unzähligen Schicksalen. Ganze Familien wurden ausgelöscht, ganze Stadtteile existieren nicht mehr. Nach offiziellen Meldungen haben über 50.000 Menschen ihr Leben verloren. Die Weltgesundheitsorganisation geht von weit, weit höheren Zahlen aus. Über 29 Millionen Menschen sind von den Auswirkungen des Erdbebens direkt betroffen. Und zerstört ist ein ganzer Landstrich, vergleichbar mit der Fläche von Köln bis Sachsen-Anhalt. Für die Überlebenden, denen oft allein ihr Leben blieb und die vor Ort nur notdürftig versorgt werden können, wächst nun die Gefahr von Seuchen und Infektionen. Viele nehmen jetzt erst den Verlust ihrer Liebsten und die Zerstörung ihrer Existenz wahr. Traumata treten nur Schritt für Schritt nun zutage. In Nordsyrien ist die Situation ganz besonders dramatisch, weil dort das Erdbeben die bereits von langem Bürgerkrieg gebeutelte Bevölkerung nochmal hart getroffen hat. Internationale Hilfe kommt nur schleppend voran, Hilfstransporte werden zurückgehalten, der Zugang zu den Erdbebengebieten wird aus politischen Gründen bewusst von den Machthabern, von allen Machthabern vor Ort erschwert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser schwierigen Zeit haben die überwältigende Anteilnahme und Hilfsbereitschaft hier in Nordrhein-Westfalen den Betroffenen, den Angehörigen, die in Trauer sind, großen Trost gespendet. Nachbarn, Arbeitskolleginnen oder auch Menschen, die sich vorher gar nicht kannten, sind sich näher gekommen. Der junge Student, der plötzlich mit Blumen vor der Haustür seiner kurdischen Nachbarin steht, die seine Großmutter sein könnte. Oder der Umschlag im Briefkasten mit 50 Euro drin und der kurzen Nachricht für die Erdbebenopfer: Ich denke an Sie. Das sind berührende Geschichten vieler Menschen hier in Nordrhein-Westfalen, denen ich in den letzten Wochen begegnet bin. Beeindruckend die enorme Spendenbereitschaft, beeindruckend auch die vielen helfenden Hände für Kleidersammlung, Nahrungsmittel, Medikamente, Decken oder Zelte. Ich finde, auf diese Menschlichkeit und auf unsere lebendige Zivilgesellschaft können wir stolz sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie haben wieder einmal gezeigt, dass Sie in der Stunde der Not sofort zur Stelle sind. Und wie groß die Wirkungskraft von migrantischer und transnationaler Zivilgesellschaft ist, haben wir ebenso erleben können. Mit Ihrem Know-how, Ihren Zugängen in die Community und in die Region haben Sie die alevitische Gemeinde, die kurdische Gemeinde, die türkische Gemeinde, die Initiativen von Menschen syrischer Herkunft unfassbar wertvolle Unterstützung geleistet, und dies verdient unsere vollste Wertschätzung. Und lassen Sie mich an dieser Stelle meinen allergrößten Respekt
all jenen Hilfs- und Rettungskräften gegenüber ausdrücken, die aus Nordrhein-Westfalen schnell vor Ort waren und in den Trümmerfeldern ihr eigenes Wohlergehen riskierten, um Leben zu retten. Ich möchte Ihnen aus vollstem Herzen Danke sagen. Ihre selbstlose Hilfe hat Menschenleben gerettet und hat zugleich einen unermesslichen Beitrag zur Völkerverständigung geleistet. Ihren Einsatz in diesen schweren Zeiten, und da bin ich mir ganz sicher, werden auch die Menschen vor Ort niemals vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist gut, dass die Bundesregierung bereits wichtige Visaerleichterungen umgesetzt hat, damit Angehörige aus der Erdbebenregion vorübergehend nach Deutschland geholt werden können. Und es war auch gut und richtig, dass die Ministerin Paul hier in NRW die kommunalen Ausländerbehörden angewiesen hat, die notwendigen Unterlagen besonders zügig zu bearbeiten. Doch viele Menschen, die für die Opfer der Katastrophe da sein wollen, ihnen hier ein warmes Zuhause, familiäre Geborgenheit bieten wollen, sind inzwischen auch teilweise verzweifelt, da die Visaerleichterungen, die auf der Bundesebene eingeführt worden sind, nur auf Familienmitglieder ersten und zweiten Grades beschränkt ist. Ich finde, humanitäre Hilfe darf nicht vom Verwandtschaftsgrad abhängig gemacht werden. Es kann nicht sein, dass etwa eine Tante ihren Neffen, der Eltern und Geschwister verloren und kein Dach mehr über den Kopf hat, nicht schnell und unbürokratisch zu sich holen darf. Und es bleibt weiterhin bitter, dass gerade auch vor dem Hintergrund der besonderen humanitären Katastrophe in Nordsyrien es für Syrerinnen und Syrer weiterhin praktisch unmöglich ist, von den Visaerleichterungen Gebrauch zu machen. Es braucht jetzt eine Anpassung der Visaerleichterungen durch die Bundesinnenministerin, der Verwandtschaftsgrad und die Frage, ob jemand von der türkischen oder syrischen Seite der Grenze kommt, dürfen angebotene Hilfe nicht länger blockieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Katastrophe, die uns seit Wochen in Atem hält, ist längst nicht vorbei. Zu den zahllosen menschlichen Tragödien kommt die Zerstörung von Infrastruktur ganzer Landstriche. Das Erdbeben hat eine Region getroffen, die wie kaum eine andere von multikultureller Vielfalt geprägt ist. Menschen kurdischer, arabischer, armenischer und türkischer, Juden, Christen und Aleviten hatten dort gemeinsam mit Muslimen ihre Heimat, die jetzt zum größten Teil in Trümmern liegt. Neben der humanitären Hilfe, auf die Menschen weiterhin angewiesen sein werden, steht auch noch eine gigantische Arbeit des Wiederaufbaus vor. Daher ist es gut, dass die EU eine internationale Geberkonferenz ausrichtet, und es muss klar sein, die Hilfe muss allen Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen und religiösen Herkunft, erreichen. Sie muss nachhaltig ausgerichtet sein, und die Region muss wieder zur Heimat verschiedenster Kulturen werden. Und ich komme zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen die Region auch in den kommenden Monaten und Jahren nicht aus den Augen verlieren. Wir werden auch aus Nordrhein-Westfalen heraus weiterhin unseren Beitrag zur Unterstützung leisten. Es ist ein starkes Zeichen der vier demokratischen Fraktionen, dass wir gemeinsam mit dem Antrag den Trauernden sagen: Ihr seid nicht allein, wir sehen euer Schicksal und stehen an eurer Seite. Heute, aber auch in Zukunft. Und als jemand, deren Familie direkt betroffen ist, weiß ich, wie bedeutend dieses Zeichen der Anteilnahme und Solidarität ist. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich. Applaus